Ethik in der Technik, der Mensch als Akteur im Zeitalter der Digitalisierung. Alle reden über künstliche Intelligenz. Wir fragen neu, was ist der Mensch, ist und dessen, was gesellschaftlich gewollt ist, was aber auch ethisch, philosophisch, theologisch verantwortet werden kann, zusammenzubringen. Das ist Thema des heutigen Abends. Ein neuronales Netz, wenn Sie heute Gesichtserkennung oder was immer angucken, dann lernt es nicht dadurch, dass ein Programmierer ihm sagt, ein Gesicht hat folgende Kanten und bis zu einer Länge von x Zentimeter gehst du den Pfad und von y Zentimeter gehst du den anderen, sondern er lernt es dadurch, dass es ganz viele Bilder zu sehen bekommt. Insofern liegt doch die Analogie dessen, was zukünftig in den Maschinen passieren wird, sehr viel näher an unserem menschlichen Gehirn, als es an einer heutigen Software liegt. Als ich dann zu Hause in Deutschland angekommen bin von meiner Reise, versuchte ich in der Küche das Licht anzuschalten. Die eindeutige Anweisung Alexa, Oberlicht an, führte nicht zu einem hellen Raum, zu einer hellen Küche, sondern zu der Nachfrage, es gibt mehrere Geräte mit diesem Namen. Einerseits orientieren sich moderne und auch von uns gehypte Techniken wie smarte Lautsprecher mit Spracherkennung noch nicht an den Bedürfnissen des Menschen. Die Technik als solche steht im Vordergrund und die Ingenieure wollen erstmal zeigen, was sie drauf haben, was sie können. Werfen, ob man überhaupt in dem Zusammenhang eine ethische Entscheidung einprogrammieren soll oder eine technische Entscheidung vielleicht besser wäre. Hat sich schon mal jemand gefragt, brauchen wir überhaupt autonomes Fahren? Dazu muss man sagen, es gibt mindestens zwei neue Dinge oder zwei neue Schritte. Und der erste ist sicher das Ausmaß der digitalen Intelligenz. Und damit ist eigentlich auch schon der zweite neue Aspekt angesprochen, den ich an der Digitalisierung, wie wir sie aktuell diskutieren, entdecke, nämlich das höhere Ausmaß und die größere Tiefe an der Mensch-Maschine-Interaktion. Wir sind nicht Opfer der Technik, wir wenden Technik an und das Individuum hat die Entscheidung zu treffen, ob es sie anwendet. Die ist bei einem selbst. Und unter diesem Aspekt sollte man hier auch ein bisschen die Diskussion führen. Wir sollten daher auch nicht nur von der Technik aus denken, was soll sie dürfen und was soll sie nicht dürfen. Wir sollten auch von der Gesellschaft und ihrem Bedürfnis an einem Zuwachs in Humanität ausdenken. Was? Es müsste auch sowas geben, wie wenn es eine bessere Technik gibt, müsste ich aus ethischer Sicht sozusagen dafür plädieren, diese Technik zu gehen und die alte verbieten. Denn als Mensch sind wir einfach reflexartig drauf gepolt, fallende Dinge aufzufangen. Wenn ich heute in einem Auto sitze, selber fahre und mir ein Fußgänger vor die Kühlerhaube läuft, bin ich in einer ganz ähnlichen Situation. Ich werde reflexartig entweder den Fußgänger überfahren oder ich reiße das Steuer rum und fahre gegen einen Baum und bringe mich selbst und vielleicht meinen Beifahrer in Lebensgefahr. Aber ich überlege nicht. Wenn ich jetzt ein autonomes Fahrzeug mir vorstelle, dann kann das autonome Fahrzeug in dem Moment sehr wohl aktiv, ich sage absichtlich nicht bewusst, aber es kann aktiv eine Entscheidung treffen. Und die Entscheidung, die es trifft, ist die, die ihr vorher einprogrammiert wurde. Dieser Softwareentwickler musste diese Entscheidung auf einmal treffen. Das heißt, der Fortschritt der Technik und die Digitalisierung erzwingt eine ethische Debatte, nicht nur in diesem Beispiel, auch in anderen Beispielen, die wir bisher vermeiden konnten, die wir aber nicht länger vermeiden können. Wir erleben hier ein, wie ich finde, sehr spannendes Gespräch zwischen einem Ingenieur und einem Geisteswissenschaftler, einem Ethiker. Wir machen dies, wir entscheiden jenes, wir diskutieren. Es gibt dieses Wir überhaupt nicht, sondern es gibt bestenfalls viele Wirs mit sehr unterschiedlichen Interessensgruppen. Bei der Digitalisierung sehen wir etwas ganz anderes. Wir vertreten als VDE, als Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik, ja eine ganze Reihe von Ingenieuren. Und es sind diese Akteure, die zu uns kommen und sagen, hier sind schwierige Fragen. Hier sind ethische Grundfragen, die durch die Technik, die wir in Zukunft haben, werden auftreten. Und das ist eigentlich nicht unsere Baustelle. Es ist nicht die Aufgabe des Programmierers eines autonomen Fahrzeugs, sich Gedanken darüber zu machen, wie das autonome Fahrzeug in so einer drohenden Unfallsituation reagieren soll, sondern solche Fragen zu klären, das ist etwas, was im gesamtgesellschaftlichen Konsens stattfinden muss. Das ist eine Debatte, die in ein Forum gehört, wie das heutige hier.
Und wir brauchen dann als zweites, dass die Techniker, die Programmierer klare Leitlinien in der Hand haben. Und dass wir diesen Konsens dann so klar und so präzise formulieren, dass er als Grundlage für das Handeln der Techniker dienen kann. Die Transparenz, die Sie über das Agieren des VDE reingebracht haben, war für mich neu, finde ich wertvoll. Meine Frage ist, wie man einen solchen Spezialistendialog in die Bevölkerung reintragen kann. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde das eine ganz großartige Veranstaltung. Ich wünsche dir noch viel mehr Zuhörer. Dass wir eben tatsächlich, wie auch schon gesagt wurde, auch ein besonders kundiges Publikum und Multiplikatoren oder künftige Multiplikatoren bei uns haben.